Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser, ja, zu einem verspäteten Tagebuch. Das hat so gewisse Gründe, aber momentan kann ich eigentlich nur sagen, Prost, was anderes fällt mir gerade dazu nicht mehr ein. Ja, was ist passiert oder was passiert gerade? Es ist so, dass ich ein, ja, pauschal gesagt, großes Euphiliensterben gerade in meinem Becken habe. Das hat zu einem Zeitpunkt angefangen, wo mehrere Sachen zusammengekommen sind und wo ich im Endeffekt noch nicht hundertprozentig weiß, beziehungsweise doch jetzt eigentlich schon weiß, woran es liegen könnte. Als allererstes möchte ich mich bei der Firma Vitalis entschuldigen. Ich habe es zwar nicht öffentlich gemacht, aber ich habe es angedeutet. Ich bin ja momentan dieses Futter hier am Füttern. Ja? Das Vitalis Marine, die Marine Pellets. Und das habe ich angefangen zu füttern zum gleichen Zeitpunkt, wo ich die neuen Korallen eingesetzt habe. Also sind schon wieder zwei Sachen zusammengekommen. Fakt ist, jetzt im Nachhinein, das Futter wurde per ICP überprüft von der Firma ATI. Und es wurde nichts Schädliches drin gefunden. Das heißt also, das, was momentan mit meinem Becken passiert, liegt und lag nicht an diesem Futter. So, jetzt habe ich letzte Woche habe ich eine ICP gemacht und da hatte ich extrem hohe Werte im Bereich Zink. Ich hatte Kupfereintrag drin, etc. pp. Blende ich euch nochmal eben auch mit ein. Und da ist dann jetzt erstmal die Vermutung gekommen, dass halt das über das Futter reingekommen sein könnte. Dem ist nicht so. Also das ist jetzt offiziell hier von mir auch durch eine ICP von ATI bestätigt. An dem Futter lag es nicht. So, dann bin ich ja hingegangen und habe 300 Liter Wasser gewechselt, um die Schadstoffwerte zu reduzieren. Das war jetzt letztes Wochenende, da war der Marcel da. Leider hatten wir da keine Zeit, irgendwas aufzunehmen, weil wir zu sehr damit beschäftigt waren, einmal schöne Tiere, die er mitgebracht hat, die ich hier momentan noch nicht reintun will. Moment. Zu sichern. Da sind wir dann vorher noch beim Josef gewesen, wir sind beim Sebastian gewesen, für den hat er auch entsprechend Tiere dabei gehabt. Und was soll ich sagen? Wenn wir jetzt mal hier so rübergehen, habe ich dann nach dieser ICP, beziehungsweise nach diesem Wasserwechsel, direkt montags wieder eine ICP rausgeschickt, um rauszufinden, warum, weshalb, wieso, beziehungsweise wo liegen meine Werte. Und bei dieser ICP kamen Top-Werte raus. Also die erste, die ich euch eben eingeblendet hatte, waren glaube ich 84% oder 86%. Und auf einmal kommt eine ICP zurück mit 97%. Ja, dann bin ich erstmal auf Ursachenforschung gegangen, zusammen mit Oliver Pritzel. Und das kann an zwei verschiedenen Dingen liegen. Entweder war die Probe durch irgendwas hier kontaminiert, das vielleicht in irgendeiner Form ein Stückchen Futter oder sonst was reingekommen ist und somit die gesamte Probe kontaminiert wurde, oder es war eine Fehlmessung. Eins von beiden. Fehlmessungen können passieren. Das hat jedes Labor mal. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine Sache ist, oh, das passiert bei denen öfters. Nee, also ich gehe sogar eher noch davon aus, dass es eigentlich tatsächlich mein Fehler war, dass ich vielleicht irgendwas von den Schwebstoffen, was hier im Becken war, mit in die Probe reingezogen habe und dass das im Endeffekt bei der Messung tatsächlich den Wert so nach oben gedrückt hat. Egal, ich habe 300 Liter Wasser gewechselt und im Endeffekt habe ich jetzt Top-Wasserwerte. Bis auf die Kleinigkeit von Nitrat 46. Die hat sich komischerweise nicht halbiert, aber der ist wahrscheinlich auch nach oben gegangen. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie hat sich das hier alles mehr oder weniger
gezeigt. Ich blende euch auch noch separat mal hier unten den Rest meiner Dragon Soul ein, die auch gerade ums Überleben kämpft. Also wir konnten definitiv ausschließen, das Futter war es nicht. Und wir sind jetzt im Endeffekt dazu, haben wir uns darauf einigen können, dass es wahrscheinlich ein eingeschleppter pathogener Keim ist, den ich von irgendwoher, wo ich jetzt neue Korallen bekommen habe, eingeschleppt habe. Ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, wo. Ich habe bei 2, 3 Geschäften haben wir gekauft. Ich habe die Tiere natürlich im Vorfeld gedippt, was aber nichts gegen die Keime unternimmt. Also die Keime sind, wie der Name schon sagt, pathogen, die sind oder sind andere Keime als wie die, die wir jetzt tatsächlich hier in unserem Becken haben oder frisch importierte Korallen. Da kann das gleiche Spiel sein, dass die Keime mit ins Becken bringen, die unsere heimischen Korallen nicht kennen. Und normalerweise ist es so, dass tatsächlich bei einem stabilen, sauren Becken die guten Keime so überhand genommen haben, dass die schlechten Keime verdrängt werden. Auch pathogene Keime. Da ich aber irgendwie ein Ungleichgewicht hier wohl drin hatte, aus welchem Grund auch immer, haben sich die entsprechenden pathogenen Keime momentan ein wenig verbreitet und gehen tatsächlich von Euphilia zu Euphilia. Ihr seht da hinten, da ist es, ich blende euch das auch nochmal separat ein, machen eine Fahrt drüber. Da standen ja 3, 4 große Stöcke, die ich wirklich der Reihe nach rausgeholt habe. Das hat sich alles im Prinzip von Kopf zu Kopf ist das gegangen. Das ist nicht auf ein gesamtes Tier übergesprungen und dann alle Köpfe zu, sondern tatsächlich erst der eine Kopf, der hat sich dann zusammengezogen und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ist er hingegangen und aus dem Mund heraus hat er sich geöffnet und ist dann über das Skelett drüber und war platt. Also von innen heraus in irgendeiner Form ja, angegriffen. So, jetzt hatte ich 2 Möglichkeiten, beziehungsweise habe 2 Möglichkeiten, die ich jetzt gerade mehr oder weniger noch in der Hinterhand habe. Die erste ist tatsächlich, wäre gewesen, Antibiotika hier einzusetzen. Antibiotika auf Humanbasis. Da haben mehrere Händler schon gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ganz ehrlich, ich bin da kein Freund von. Es geht ja jetzt nicht nur an die Keime dran, die schlecht sind, sondern es geht auch an alle anderen dran. Und ich habe tatsächlich Angst, mir mit den Antibiotika mein Becken zu schießen, richtig zu schießen. Weil tatsächlich habe ich nur kleine, ich sage es mal, Ausfälle bei meinen SPS. Alles andere steht soweit noch. Und da möchte ich definitiv nicht dran. Und die zweite Variante ist, die auch noch nicht so bekannt ist, das Becken mit probiotischen Bakterien, ich sage jetzt mal, zu impfen bzw. zu überfluten. Und das mache ich momentan. Das ist eine Vorgehensweise, die, ich sage jetzt mal, aus dem Bereich der Aquakulturen kommt. Das wird mit Pflanzen gemacht, das wird mit Fischen gemacht. Genau das gleiche Spiel ist dann im Endeffekt bei den Korallen auch der Fall. Da sind ja auch entsprechend Keime und Bakterien drauf, die dann von diesen probiotischen Bakterien verdrängt werden sollen. Und das bin ich momentan am Probieren. Aber das ist natürlich eine Sache, die nicht von jetzt auf gleich wirkt. Und das Problem, was ich jetzt halt habe, ist, blende ich euch das mal separat für die für meine beiden Toxic Green ein, beziehungsweise für die eine, das habe ich eben aufgenommen. Die machen momentan regelmäßig Wasserwechsel, weil die sich halt nicht wohlfühlen, weil irgendwas nicht hundertprozentig ist. Die beiden Toxic, die sind noch okay. Ich habe jetzt oben noch 2 neuere im hinteren Teil, blende ich euch auch noch mal kurz ein. Das ist einmal eine New York Nix. Und die vordere weiß ich nicht, wie sie heißt. Vielleicht kann mir das mal jemand sagen. Die hat so leicht grünliche, dunkelgrüne Tentakel und rosa Spitzen. Das sind die 2, die jetzt im Moment, denen es noch gut geht, die jetzt auch noch keinen Verlust haben. Aber es geht den anderen Tieren tatsächlich hier und da an den Kragen.
Und ich habe das Gefühl, dass es nach und nach mein kompletter Bestand, den ich hier hinten in der linken Ecke hatte, hops geht. Wie gesagt, rausnehmen und separat behandeln, das wäre jetzt wahrscheinlich auch eine Sache, die andere dann sagen würden, ja, mach's doch so und so, hol sie raus, behandel sie, wäre eine Variante, aber die Keime sind ja immer noch hier im Wasser drin. Das heißt also, ich kann die rein theoretisch gesund pflegen mit Antibiotika woanders, in einem Quarantänebecken, ja. Aber allgemein, dieser Keim befindet sich ja dann noch in meinem Wasser, in meiner Wassersäule. Und das ist im Prinzip, ja, da kann ich halt so nicht gegen vorgehen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Fakt ist, ich kämpfe jetzt gerade hier um meine Euphilienbestände. Hoffe, dass ich das irgendwie noch in den Griff bekomme mit den restlichen Tieren, dass da nichts weiter kaputt geht. Aber das sieht pauschal gesagt relativ schlecht aus im Moment. Und ich kann auch tatsächlich nichts anderes machen. Also, wie gesagt, rausnehmen, separat behandeln ist eine Variante, ja, richtig. Aber die Keime sind ja trotz alledem immer noch im Becken drin. Und wie bekomme ich die raus? Über die Probiotik? Weiß ich nicht. Die Probiotik setze ich jetzt allgemein ein. Das ist eine Sache, die auch demnächst wahrscheinlich offiziell verfügbar sein wird. Da kann ich aber noch nichts zu sagen. Ich habe da jetzt eine Probe entsprechend gekriegt, damit ich hier behandeln kann. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das im Endeffekt auswirkt. Ja, das waren pauschal gesagt die schlechten News. Und ganz ehrlich, mir geht das auch momentan ganz tierisch an die Nieren, dass ich nämlich hier tatsächlich so viele Tiere verliere. So etwas habe ich lange nicht mehr gehabt, wirklich lange nicht mehr gehabt. Und in der Seele weh. Wie gesagt, ich blende euch nochmal Bilder ein von vorher und dann könnt ihr euch ja so ungefähr vorstellen, wie viel da jetzt weg ist. Die Skelette habe ich draußen, da mache ich auch nochmal Bilder von, damit ihr seht, was da für eine Masse an Tieren kaputt gegangen ist. Und aus einem rein bakteriellen Grund wahrscheinlich. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich gehe zu 99% davon aus, weil nichts anderes mehr in Frage kommt. ICPs sind jetzt in Ordnung. Das Futter ist ausgeschlossen und ich habe tatsächlich nichts weiter hier verändert. Licht ist gleich geblieben und. Also, und das fing tatsächlich mit einem gewissen Tier an, sage ich jetzt mal. Das heißt jetzt nicht, dass es tatsächlich auch die Ursache ist. Und hat sich dann wirklich durch das ganze Becken durch halt fortgesetzt. Also ja, kann ich im Endeffekt nur sagen, anders lässt sich das momentan nicht ertragen. Ja, was hatten wir noch? Ich habe natürlich nicht nur Korallen gekauft, sondern ich habe auch Fische gekauft. Da ist die entsprechende Ausfall- bzw. Durchfallquote definitiv weniger wie 5%. Behaupte ich erstmal grob, da ich nämlich nur einen einzigen Fisch vermisse. Ich habe einmal hier hinten rechts, blende ich euch noch separat ein, roter Korallenwächter. Ein richtig schöner Dummguckfisch. Wunderschönes Tier, habe ich lange mit gehadert, den zu kaufen, weil er eigentlich ziemlich teuer ist. Und habe es mir dann jetzt endlich getraut. Und ja, von dem kann ich definitiv sagen, wunderschönes Tier, tut, was er soll, also schön sein und mich erfreuen. Springt nicht raus oder kann nicht rausspringen, weil, wegen der Abdeckung. Aber er weiß auch, wo die Löcher sind. Also das ist jetzt nicht mal so eben, dass er jetzt hier keine Löcher finden könnte. Der nächste, muss ich gleich mal gucken, dass ich euch die separat einblende. Die ist nämlich gerade nicht da, die ist in ihrer Bude, in ihrer Wohnung. Ist hier unten eine Feuerschwertgrundel. Die habe ich auch mir online bestellt. Und endlich hier mal wieder eine eingesetzt. Auch aus dem Grund, dass ich jetzt halt wieder das Becken abgedeckt habe. Sie ist halt auch sehr sprungfreudig und schreckhaft. Und durch diese Schreckhaftigkeit springt sie halt sehr schnell raus. Und sie ist auch schon mehrmals hier in der Mitte gegen die Decke gesprungen. Was ich gesehen und gehört habe.
Und da bin ich dann dementsprechend auch froh, dass ich da die Abdeckung drauf habe. Und last but not least, Kardinalsbarsche, die schwimmen gerade im rechten Bereich, blende ich euch auch noch mal separat ein. Die Pyjamas, davon habe ich 6 Stück eingesetzt und von diesen 6 sind jetzt noch 5 Stück da. Soweit, so gut. Alle sind soweit gut wohlauf und fressen auch. Alles in Butter, würde ich sagen. Das passt soweit. Ach ja, und was ich dann ja halt noch gekauft hatte, was auch viele wahrscheinlich mitbekommen haben, ist ja hier die Armada gegen meine Glasrosen. Da hatte ich ja Wundermannis bestellt. Wundermannis waren aus. Und dann wurden mir Kükentallis angeboten. Ich gesagt, okay. Sollte ja rein theoretisch von der Masse her das Gleiche sein im Endeffekt und das Gleiche bringen. Hab mir die kommen lassen, hab die eingesetzt. Waren auch alle top, hatte ich auch in der Insta-Story mit euch gezeigt. Und das passte auch soweit alles. Ich habe sie eingesetzt und sie wurden nicht mehr gesehen. Keine einzige. Also hier sind 10 Stück drin. Und ob die überlebt haben oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Also die Wasserwerte waren alle top. Die waren bei den Fischen top, da hatte ich keine Differenzen drin. Bei den Garnelen war auch alles top. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich erstaunt, dass es alles so gut funktioniert hat. Und wie gesagt, eingesetzt und ja, tschüss, weg. Und Glasrosen sind leider Gottes auch noch nicht weniger geworden. Also da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Aber schauen wir mal. Was dann im Endeffekt noch war, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, das nächste, wo ich euch drüber informieren möchte, ist die Osmoseanlage My Aqua von Arca. Die habe ich ja jetzt schon eine Zeit lang laufen und ich hatte tatsächlich Probleme mit der Anlage. Und die haben sich so geäußert, dass ich hier nicht die Wassermenge tatsächlich produziert bekam, die die Anlage eigentlich hätte leisten können. So, jetzt hatte ich ja zuerst eine Anlage gekriegt, die hat tatsächlich nur 800 Liter gebracht. Da habe ich dann auch gedacht, wie kann das denn? Und die habe ich dann ausgetauscht bekommen. Und die nächste, die dann gekommen ist, lag dann bei knapp 1100 Liter. Habe ich gesagt, okay, vielleicht muss sie sich noch einlaufen. Das hat Arca dann auch so gesehen. Ja, und danach habe ich erstmal alles nicht mehr überprüft. Bis ich eigentlich vor 2 Wochen hingehen wollte und euch ein entsprechendes Video erstellen wollte. Und bin dann hingegangen und habe eine Messung gemacht und ich gucke mal, ob ich das Material noch rauskramen kann. Tatsächlich kamen im Endeffekt nur knapp 1000 Liter am Tag dabei rum. Ungefähr 1000, 1100. Es hat sich auf jeden Fall nichts verbessert und es hat sich auch nichts dramatisch verschlechtert. Ja, und dann sind wir auf Ursachenforschung gegangen. Ich habe neue Filter zugeschickt gekriegt. Wir haben die Filter getauscht. Keine Veränderung. Dann habe ich die Anlage eingeschickt. Und da war Acker ziemlich schnell. Ich habe die Samstags habe ich die weggeschickt, nachdem ich mir Wasser produziert habe für die ganze Woche. Und dem nächsten Samstag kamen die dann wieder. Also das ging recht zügig. Und bei denen lief die 100%. Also die lief bei 1800 Liter vor Ort bei denen. Ja. Und dann fiel mir tatsächlich nochmal ein, Moment, du hattest doch noch die Easyline Professional von Aquamedic. Das ist die Anlage, also sprich vor dem 5000er hatte ich die noch und habe die angeschlossen und habe mal geguckt und ich habe tatsächlich hier einen Hausdruck von 4,8 Bar. Jetzt ist es so, dass die Anlagen in der Regel einen Betriebsdruck von 1 bis 4 Bar haben. Und alles, was da drüber ist, wird in der Regel abgeriegelt. Da ist eine mechanische Membran drin, die tatsächlich hingeht, bei Überdruck das Ganze zumacht. Und bei der AK-Anlage ist meines Wissens nach ein 2-Stufen-Schalter drin. Einmal natürlich die mechanische Runterregelung mit diesem Membranventil und dann noch halt, wenn der Druck tatsächlich zu hoch ist, also sprich, wenn ich den Hahn zumache oder ähnliches, dann schaltet die sich ja auch ab. So. Und das, was im Endeffekt, was mir jetzt rausgefunden ist,
wir haben hier in diesem Haus tatsächlich 4,8 Bar und das sind 0,8 Bar Wasserdruck zu viel für diese Anlage. Die ist hingegangen, hat immer wieder runtergeregelt, also weniger Wasser durchgelassen, dann war die Anlage was lauter, weil die halt nicht genug Wasser gekriegt hat. Hatte mich auch so ein bisschen gewundert, aber ich kannte ja keine anderen Anlagen bisher mit Druckerhöhungspumpe und habe mir dabei nichts gedacht. So, und wenn der Druck dann wieder etwas durch das Abriegeln etwas weniger geworden ist, dann hat die wieder aufgemacht, dann kam das Wasser wieder durch. Und das machte die immer regelmäßig, die ganze Zeit. So, lange Rede, kurzer Sinn, oder gar keinen Sinn. Ich bin hingegangen und habe mir einen Druckminderer an meine Wasserleitung dran gemacht, wo die Wasserabnahme für die Anlage stattfindet, und habe die auf 3,5 Bar runtergeregelt. Und siehe da, die Anlage produziert auf einmal 1500 Liter am Tag. Geht doch. Aber das ist dann halt eine Sache, da kommt man nicht drauf. Und vor allem, das könnt ihr da draußen auch relativ schlecht überprüfen. Weil, ich sag mal, nicht jeder hat eine Druckanzeige zu Hause. Ja, ich hatte es jetzt tatsächlich zufällig durch die alte Osmoseanlage, da war halt dieses Manometer dran. Was übrigens exakt genau das gleiche angezeigt hat, wie jetzt unten mein Druckminderer, den ich hatte. Zu dem Zeitpunkt, wo der komplett offen war. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich kann euch auch nochmal separat nebenbei das Minutenvideo, was sie in einer Minute produziert, dann können wir das Ganze hochrechnen. Aber das passt soweit. Und damit bin ich dann dementsprechend auch sehr zufrieden. Und nochmal danke Arca, dass wir, ich sag mal, das so professionell hingekriegt haben mit der Fehlerbehebung. Aber im Endeffekt, ja, es lag ja bei mir. Ihr habt im Endeffekt keinen Fehler gemacht. Aber dass natürlich der Betriebsdruck so extrem sich auf die Wasserproduktion auswirkt, das hatte ich so auch noch nicht und das war auch für die Firma Arca neu. Also sollte eure Anlage da draußen das nicht so oder nicht so arbeiten, wie ihr das wollt, beziehungsweise wie die Firma das entsprechend vorgibt, könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr zu viel Druck habt. Das lässt sich halt nur mit einem Manometer überprüfen. Ja, und wir kommen zum letzten Teil. Ja, Leute, und kommen wir zum letzten Punkt. Ich mache jetzt hier gerade mal ein bisschen Platz, den Trostspender ein bisschen auf Seite stellen. Und zwar gehe ich, ja, jetzt mal pauschal gesagt, unter die Nano-Aquarianer. Die Firma Aquamedic hat was Neues rausgebracht. Entschuldigung, Ladies. Und zwar das Amatus XS. Ein Becken im absoluten Mini-Format mit tatsächlich 4 Liter Wasservolumen im Hauptbecken, 4 Liter Wasservolumen im Filterbecken, einer entsprechenden Lampe, das Ganze zu betreiben über USB. Und ja, klein, süß, niedlich, werde ich auf jeden Fall ein separates Vorstellungsvideo zu machen. Dazu gibt es dann noch, muss man sich separat dazu holen, einen Mikroheater, damit das Ganze dann auch auf Temperatur bleibt, auch per USB zu betreiben. Finde ich cool. Netzteile müsst ihr euch übrigens selber organisieren. Die sind nicht inklusive. Die entsprechenden Netzteile, was dafür gebraucht wird, das werde ich euch dann nochmal separat in dem Video erklären. Ja, dieses kleine süße Gerät kommt bei mir auf den Schreibtisch und soll mich da hinten dann auch erfreuen. Kommt dann natürlich, werde ich garantiert was richtig Schönes reinsetzen. Also klar, logisch, Palettendoktor, Bambushai, nein, Scherz beiseite. Da kommen natürlich keine Fische rein. Und ja, ist ja gut. Da werden, wenn überhaupt, Garnelen reinkommen, Schnecken werden reinkommen, irgendwas Kleines, Süßes, damit das alles so läuft, wie es laufen soll. Ich denke, ich werde hingehen und jede Woche einmal 2 Liter Wasser austauschen, weil ich ja hier das große Becken zur Verfügung habe. Aber es wäre natürlich auch interessant zu sehen, wie muss ich mit so einem Becken überhaupt gehen. Weil da kann ich ja wohl schlecht eine Dosieranlage dran bauen. Das wäre dann wieder Perlen vor die Säue geworfen. Also, hier steht's, ist noch nicht geöffnet und kommt ein separates Video zu. Werde ich mich jetzt in der nächsten Zeit dran geben. Was demnächst auch kommen wird, ist wieder ein Update im Meerwasser für Anfänger. Da geht es definitiv jetzt demnächst weiter, weil Schaden ist repariert, Becken steht wieder auf der alten Position. Da haben wir aber hier und da auch noch ein paar Kleinigkeiten, wo wir gerade am Zweifeln sind, beziehungsweise am Nacharbeiten sind. Warum, weshalb, wieso? Können wir tatsächlich noch nicht sagen, aber ich werde jetzt hier nichts vorabgreifen. Fakt ist, die Serie geht weiter. Erstmal mit einem Update,
was jetzt alles passiert ist. Und dann gehen wir auch tatsächlich dazu über, die Technik weiter zu verfeinern, euch zu zeigen, Abschirmerinstallation, warum, weshalb, wieso, wie wird es gemacht, die Lampeneinstellungen, die restliche Rückfördertechnik, UVC, Einbau der Ocean Motion kommt auch noch. Dann werden wir das Becken, wenn das passiert ist, abdecken. Und. Also es wird noch eine ziemlich interessante Serie. Wir haben es halt jetzt aufgrund der Tatsache, dass es halt nicht an Ort und Stelle stand, erstmal verschoben. Aber dem Becken geht es soweit gut. Wir haben dort keine Verluste. Alles im grünen Bereich, ganz im Gegensatz zu hier. Aber ich sag mal, ich habe mich am Anfang genug darüber ausgelassen. Und es gibt jetzt eigentlich nur noch eins, Augen zu und durch. Gucken, dass man die Tiere, dass ich die Tiere bei der Stange behalte, dass nichts weiter hops geht. Und ob die Euphilien hier überleben, ja, werden wir sehen. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. War halt dann mal nicht so ein tolles Video wie sonst. Aber das gehört auch dazu. Und dann schauen wir mal, dass ich das Becken hier wieder auf die Kette gezogen kriege. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier gesehen habt. Lasst, wenn möglich, ein Däumchen da und wenn ihr noch was zu fragen oder zu sagen habt, schreibt es runter in die Kommentare. Ich werde schauen, dass ich darauf antworte. Tue ich ja in der Regel immer. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.